Die Seniorenbegleiterinnen und Seniorenbegleiter des Saalfelder Vereins Herbstzeitlose unterstützen alleinlebende, hochbetagte, kranke oder behinderte Menschen bei ihren alltäglichen Angelegenheiten. Das ist Dasein, Zuhören, sich einstellen auf diese Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Und das Besondere an unserem Projekt ist ja die Ausbildung und der Einsatz als Einheit. Das heißt, alle, die ausgebildet worden sind, bleiben zusammen und die Einsatzkoordinierung umfasst alle Seniorenbegleiterinnen und Begleiter, sodass wir immer auch die Übersicht haben. Wir könnten das uns gar nicht, wenn wir sie wieder loslassen würden, wie das bei anderen Ausbildungen der Fall ist. Da verläuft sich das dann im Sande. Die finden hier und da und dort einen Einsatz. In dieser Ausbildung bekommen die Engagierten ein komplettes Rüstzeug zum Seniorenbegleiter. Also wir bieten eine Ausbildung an. Das sind 16 Tage oder Nachmittage, an denen sich die Menschen hier zusammenfinden. Das sind immer etwa 3 Unterrichtseinheiten zu verschiedenen Themen, sodass sie erstmal ein Grundrüstzeug bekommen, überhaupt mit Menschen umzugehen. Es fängt an mit der Kommunikation. Es wird ein bisschen was über Biografien gesprochen. Wie geht man mit Menschen um? Warum reagieren sie so? Und nicht so, wie man sich selbst vorstellt. Das hat also oft mit der Entwicklung des eigenen Menschen was zu tun. Egal ob Einkaufen, Hecke schneiden oder Arztbesuche. Die Ehrenamtlichen des Projekts schenken den Betreuten auch immer ihr Gehör und begleiten die Senioren mit viel Freude. Mit ihren Leistungen werden auch die pflegenden Angehörigen unterstützt. Die ist alleine in ihrer kleinen Wohnung und da will sie gerne mit jemandem reden. Und sie will aber auch, dass ich sie beim Einkaufen unterstütze und dass sie vor allem die großen Getränkeflaschen, dass sie die nach Hause kriegt. Und da mache ich es gerne. Heute gehe ich zu ihr hin, weil ich ihr Fenster wieder sichtbar machen will. Da wachsen zu viele Sträucher rum und ich will gerne rausgucken. Und da gehe ich mit der großen Schere hin und schneide das ab. Ziel ist es in Zukunft, auch den kompletten Landkreis abdecken zu können. Derzeit gibt es bereits einen Stützpunkt in Rudolstadt, der ebenfalls mit viel Engagement geleitet wird. Also ich gehe unheimlich gern zu meinen Senioren, die ich da begleite. Ich begleite zurzeit 2, sind beide schon sehr dement und krank. Aber ich gehe unheimlich gern hin, weil ich die Freude in den Augen sehe. Und das ist für mich so unheimlich wichtig. Auch wenn sie manchmal gar nicht mehr aufstehen können, sondern nur im Bett liegen und ich mache die Tür auf, dann strahlen sie mich an. Obwohl sie dement sind, merken sie trotzdem, da kommt jemand, der sich nur um mich kümmert. Ja, also der ganze Wochenablauf und der Tagesablauf wird geplant mit meinen Besuchen bei meinen Senioren. Und das ist wunderschön, eigentlich wunderschön, ja. Beim Verein Herbstzeitlose sind über 100 Seniorenbegleiter aktiv und mehr als 200 Personen wurden schon begleitet. Gerade in ländlichen Gegenden sind solche Angebote sehr wichtig, damit die ältere Bevölkerung nicht vereinsamt und weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.